Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Video. Und wie ihr vielleicht schon seht, geht es um Raumfahrt, genauer gesagt um diese schöne Apollo-Rakete hier. Und ich möchte in diesem Video mal kurz erklären, weil ich das öfters gelesen habe, dass wir gar nicht zum Mond fliegen konnten wegen den Van Allen Strahlungsgürteln um die Erde. Deswegen möchte ich mal kurz erklären, wie das so gegangen ist. Also zuerst, die ganzen Saturn-Raketen sind in eine Äquatorialbahn von ungefähr 90 Grad geschossen worden. Also nicht Inklination 90 Grad, sondern die Amerikaner geben die Bahn North of East an. Nee, umgekehrt, East of North. Das heißt, Norden ist 0 Grad und von da an rechnet man runter. Das heißt, 90 Grad heißt dementsprechend Richtung Osten. So, dann, ich benutze MechJab, falls das jemand interessiert, und die Rakete ist von Phaser, das ist ein Apollo, also wo man die ganzen Apollo, Mercury, Gemini, Explorer und so weiter Sonden von Amerikanern in KSP nachbauen kann. So, starten wir doch mal. Ich hoffe, das funktioniert jetzt alles. Ich habe mir mal so ein, zwei Daten zur Apollo aufgeschrieben. Da will ich nur schnell schauen, weil ich stehe noch am Schreibtisch. Die Rakete ist mit dem Launch Escape System hier oben 110 Meter hoch gewesen. Hat eine maximale Nutzlast von 133 Tonnen, allerdings nur in einem LEO, also Low Earth Orbit, bringen können. Und hat beim Start ca. 3000 Tonnen gewogen. Also man muss sich dann mal vorstellen, wie riesig dieses Ding war. Diese Glocken da hinten, von den, also die Triebwerksauslass, da gibt es ein berühmtes Bild von Werner von Braun, wie er hinter einem Modell dieser Rakete steht. Also das Ding war gigantisch. Nicht ein Modell, was heute im Kennedy Space Center auch ausgestellt ist. Falls da ja schon mal jemand war, dann kann er mal in die Kommentare schreiben, wie riesig diese Rakete ist. Genau, was sind die Van Allen Gürtel? Also, während die Rakete hier immer ein bisschen fliegt, die Van Allen Gürtel sind zwei Strahlungsgürtel um die Erde. Und jetzt muss ich nur schnell warten, bis ich da auf die Map gehen kann. Weil ich muss mal eben das Staging aktivieren. Ja, ich benutze kein Auto-Staging. Vertraue, der hat mir schon ein paar Mal eine Rakete zerschossen, deswegen. So. So. Jetzt muss ich nur mal überlegen, was... Ja, das war der Richtige. Genau, was sind die Van Allen Gürtel? Also, wir haben hier unsere Erde, Körbel, und jetzt ist der Unterschied, Körbel geht die Rotationsachse senkrecht durch, bei der Erde ist sie leicht geneigt, aber das spielt erstmal keine große Rolle. Und zwar, die Van Allen Gürtel sind zwei Strahlungsgürtel, der innere Gürtel hier und der äußere außen. Ich habe auch auf meinem WordPress-Blog Fenrir the Wolf, also WordPress.Fenrir the Wolf oder andersrum, ja, habe ich da auch einen längeren Artikel drüber geschrieben, wo das nochmal etwas detaillierter ist. Und ich werde jetzt hier auch mal ein kurzes Bild einblenden, wie diese Van Allen Gürtel um die Erde liegen. Und ja, der innere Gürtel ist sehr strahlungsintensiv und der äußere ist etwas schwächer. Und anfangs hat auch Van Allen selber favorisiert sogar, kam die Idee auf, mit einer Atombombe, ja, den inneren Gürtel freizusprengen. Das ist verständlicherweise bei der NASA nicht gerade auf Freude gestoßen. Und man hat es dann ausprobiert. Jetzt muss ich gerade nur überlegen, auf welcher Höhe. Es war auf jeden Fall ziemlich hoch im Weltall. Ich glaube, es waren 400 Meilen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Also, das könnt ihr nachlesen unter Starfish Prime. So hieß das Experiment. Und das Einzige, was man damit geschafft hat, dass man noch mehr geladene Teilchen in den Van Allen Gürtel zufügt, aber nicht wirklich die Strahlung reduziert. Ja. Was man dann gemacht hat, war die Bahn zu neigen, weil, was viele vergessen, sie heißt nicht umsonst Van Allen Gürtel.
als sie die Erde in Äquatorialebene umgeben, dann sich halt ein Stück nach oben ausbreiten. Das vergessen auch leider immer wieder diese Verschwörungstheoretiker, dass eben ein Gürtel keine Sphäre ist, weil eine Sphäre wäre wirklich undurchdringbar. Ein Gürtel ist es und man kann ja einfach um den Gürtel außen rum. Das hat man auch gemacht. Man ist ungefähr in Äquatorialebene gestartet und hat dann mit 30 Grad Bahninklination, also das ist die Bahnneigung gegen die Äquatorialebene, ungefähr so, das so sind ungefähr 30 Grad, ist man dann über die Gürtel, über den inneren Gürtel ganz drüber und durch den äußeren nur kurz durch. Und viele glauben mir, dass Strahlung sowas ist, wenn man da reinkommt, ist man sofort tot. Das stimmt nicht. Es dauert. Es kommt auch auf die Stärke der Strahlung an, ob und wie viel Langzeitfolgen es überhaupt hat. Und dieses Command-Modul der Apollo-Kapsel, hier vorne, das hatte einen gewissen Schutz gegen Strahlung, aber eben nicht gegen die starke Strahlung des inneren Gürtels. Deswegen hat man den inneren Gürtel ganz vermieden und durch den äußeren ist man nur am Rand durchgeflogen, wo er eben schwächer ist, was man ja auch an dem Bild gesehen hat, das ich hoffentlich richtig finde und einblende. Ja, das war der ganze Trick. Und woher die NASA das gewusst hat? Naja, sie haben mit ihren Explorer-Sonden mit den Van Allen-Sonden Messungen angestellt und haben ungefähr gewusst, wie diese Gürtel liegen. Aber es war auch wenn sie es heute wahrscheinlich nicht mehr ganz so zugeben, viel, naja, so nach dem Motto Moon or Bust. Also, ja, sie konnten sich nicht 100% sicher sein, dass es klappt. Aber man befand sich damals in einem Wettrennen, das noch gegen die Russen, da war das nicht mehr ganz so wichtig. Also, ich will der NASA nicht vorwerfen, dass sie sich um die Astronauten nicht gesorgt hätten, weil wäre blöd, wenn sie hätten zugeben müssen, du hör mal, das mit den Strahlungsgürteln stimmt, man kommt nicht durch. Ja, jetzt müssen wir nur mal, also ich werde nicht mehr den ganzen Mondtransfer fliegen, ich muss nämlich gleich in die Arbeit. So, jetzt versuchen wir doch mal. Also Bahn. Ich benutze leider das nicht so häufig. Bahnneigung. Ich muss jetzt gerade mal die Inklination schätzen. Aber ja, ungefähr. Also wundert euch nicht von dem Aussehen der Grafik her, weil das Problem ist, ihr seht das hier gerade in 3D. Die Grafik, die ich jetzt mal kurz einblenden werde von der Flugbahn, die von einer übrigens sehr schönen Website ist, die ich dazu nur empfehlen kann, das ist echt toll nachgerechnet, ich würde das nicht hinkriegen, die zeigt das in 2D. Das heißt, ihr schaut von einer Seite drauf, deswegen dran denken. So. Wo ist der Mond? Wer ist denn Kerbel nochmal? Mund. Genau. So. Also das ist jetzt hoch unprofessionell, aber ich kriege auch wahrscheinlich die Free Return Trajectory leider nicht hin. Oder? Doch, das. Also die Free Return Trajectory könnt ihr euch vorstellen, eigentlich wie eine 8. Also fliegt hier lang, so und kommt dann wieder zurück. Das war eben gedacht, dass falls irgendwas schief geht, dass man nicht Astronauten in der Mondbahn gefangen hat, die dann da rumdümpeln. Sondern es war so gedacht, da wenn was schief geht und die doch irgendwie sterben, dann kann man wenigstens sagen, da schau, die Sternstuppe, das sind die drei Typen. Schöne Form von Trost. Jetzt muss ich nur mal schauen, weil ich habe nicht mehr viel Zeit. Also, dann warpen wir mal kurz zum nächsten Manöver. Wie gesagt, ungefähr 30 Grad Bahninklination, wenn man jetzt mal von der Seite drauf schaut, wenn hier die Van Allen-Gürtel sind, man sieht schön, das geht drüber. Ja, und das war halt auch wirklich der Trick, einfach über den Gürtel drüber zu schießen. So, jetzt sind wir gleich am Ziel angekommen. Also das nennt sich im Übrigen, was ich jetzt mache, TLI, also Translunar Injection. Eben Triebwerkszündung, um zum Mond zu kommen. Ich glaube nur, ich habe den Winkel etwas zu steil gewählt. Also ich habe nicht wirklich was vorbereitet, mir irgendwelche Bahnkurven angeschaut. Also jetzt nicht für KSP,
Deswegen ist das gerade ein bisschen alles Pi mal Daumen und dient eigentlich mehr dazu zu erklären, wie das ungefähr funktioniert. Also das, die ganzen Zahlen, die ihr hier seht, die dürft ihr jetzt nicht vertrauen. Wie alles im Internet. Ja, mein Bus fährt bald und ich muss noch mein Zeug zusammenpacken, deswegen ein bisschen Aufregung. Ja, es war im Übrigen wirklich so, dass diese Oberstufe, die dritte Stufe, die S4B Stage, ja, dass die, ab welcher Mission haben sie es auf den Mond krachen lassen? Ich glaube, Apollo 13 oder so ist diese Stufe auf den Mond gekracht. Also das war nicht so, dass nur noch die Apollo-Kapsel von der Erde weggeflogen ist, sondern das Ding hat noch den finalen Schub zum Mond gegeben für den TLI-Burn, weil wie ihr euch vorstellen könnt, für so ein Schubmanöver ist hier oben nicht unbedingt so viel Treibstoff drin, wenn man bedenkt, dass die auch wieder zurück müssen. Genau. Schauen wir mal, wie es auf der Bahn... Ja, man sieht schon schön. Bahninklination, also es sind glaube ich weniger als 30 Grad. Aber man erkennt, was ich meine. So. Perfekt. Wir sind auf dem richtigen Weg. Das heißt, wir... Das zeige ich euch so schnell. Also das Docking tue ich euch noch nicht an, weil ich habe es vorhin probiert und ich habe auch bei den Schubdüsen, die habe ich ein bisschen falsch platziert. Jetzt habe ich sie nachplatziert. Ja. Aber nur, dass ihr immer noch seht. Genau. Man wäre jetzt eben über den inneren Van Allen-Gürtel drüber und über den schwächeren äußeren so ein bisschen durch. Aber wie gesagt, ein bisschen Strahlung schadet niemandem. Ja, also man soll es jetzt, wenn sie geht, soll man es vermeiden, aber noch dazu, warum bei der Orion-Raumfähre, da gab es ja den ersten Testflug, der eben auch durch diese Gürtel geführt hat, warum man das da nicht so macht. Erstmal war sie da unbemannt und man wollte halt einfach auch testen, wie... Oh nein. Ja, man wollte auch testen, wie hoch die Strahlenbelastung wirklich ist, wenn man durch diese Gürtel durchfliegt. Und... Ja, ich habe gerade mein Raumschiff, glaube ich, geschrottet, wegen etwas falschem Staging. Genau, also... Bei Orion wäre halt auch die Lösung, wenn es nicht anders geht, wieder drüber fliegen. Nur es kann Missionen geben, wo man eben darauf angewiesen ist, die Erde in die Äquatorialebene zu verlassen. Deswegen wollte man das testen, aber wie gesagt, man ist damals nicht durch die Gürtel durch, sondern einfach über den inneren oben knapp drüber und durch den anderen so am Rand durch, dass die Strahlenbelastung möglichst gering war. Man hat aber vorher nicht sagen können, ob das wirklich klappt, genauso wie das mit den Solar Events, die dieses Raumschiff hätten treffen können, auch mehr raten war. Man hat zwar die ungefähr vorhersagen können, aber auf einer Mission ist es, glaube ich, sogar passiert, wo sie getroffen worden sind, wo sie dann den Tank von dem Service-Modul genutzt haben, um die Astronauten ein bisschen zu schützen. Also, aber wäre plötzlich eine starke Eruption gekommen, dann ja, hätten die Astronauten auch drauf gehen können. Also das war nicht so, dass da wir wissen alles, da passiert nichts. Da gab es schon einige Unsicherheiten damals. Aber das, wie gesagt, man befand sich halt auch in einem Wettrennen mit der Sowjetunion. So, dann würde ich sagen, ich habe meine Rakete erfolgreich geschrottet. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, auf Wiedersehen.